das Mikrofon an. 1, 2, 3. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz hier aus dem Bielefelder Rathaus, oben aus dem Rottstelsaal. Sie haben es sicherlich vernommen, die Corona-Schutzmaßnahmen sollen ein wenig aufgeweicht werden. Die Bürger sind müde, die Bürger hoffen darauf, bald wieder in Einzelhandel zu gehen, vielleicht Museen zu besuchen, in den Zoo zu gehen, nach Olderdissen. Wir erfahren heute in dieser Pressekonferenz, die alle mit Spannung erwarten, was sich denn ab Montag in dieser Stadt tut, was wir wieder machen können, ob endlich die Fesseln ein wenig gelockert werden, bei aller Vorsicht, die immer noch geboten ist. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß. Als Gesprächspartner in dieser Pressekonferenz haben wir hier einmal den Oberbürgermeister Pitt Clausen sowie den Sozialdezernenten Ingo Nürnberger. Viel Vergnügen und viel Spaß und ich hoffe, es ist das Richtige für Sie dabei. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem freitäglichen Pressegespräch. Der Anlass ist in der Tat, ich glaube, 16. oder 17. Änderung der Corona-Schutzverordnung. Wie immer freitags. Auch da haben wir ja schon eine gewisse Übung. Und es gilt vieles für kommenden Montag neu. Wir sind nach wie vor in einem Krisenmodus unterwegs. Darum hat heute in der Stadt auch wieder unter der Leitung von Ingo Nürnberger der Krisenstab getagt. Ich sage noch mal ganz ausdrücklich, Krisenmanagement ist kein Stimmungsmanagement, sondern Krisenmanagement heißt auf Sicht fahren. Wir müssen Erkenntnisse aufnehmen. Wir kriegen jede neue Woche auch neue Erkenntnisse, zum Beispiel über die Gefährlichkeit von Virusmutationen und müssen mit diesen umgehen und ständig überprüfen, sind unsere Maßnahmen richtig, sind sie noch angemessen oder können wir was anders machen. Und das ist sozusagen immer wieder das neue Ausbalancieren, ein Fuß auf den Gashebel und gleichzeitig die Hand an der Handbremse. Das lässt sich nicht verhindern. Ich verstehe das Bedürfnis nach langfristiger Planungssicherheit bei den Unternehmenden, bei den Handelnden, bei denjenigen, die ihre Freizeit planen wollen. Und trotzdem müssen wir sagen, es gibt in Zeiten von Krisen keine Möglichkeit von langfristigen Planungssicherheiten, sondern wir müssen immer eine Bereitschaft zur Flexibilität, zur Anpassung unserer Maßnahmen haben. Aber seien Sie ganz sicher, wir haben auch die Bedürfnisse der Menschen, die ja auch durch unsere Verfassung gedeckt sind, immer mit im Blick und stellen uns der gebotenen Abwägung auch in der sich daraus ergebenden Komplexität. Ich will zwei Dinge heute ansprechen, bevor in den Details zur neuen Corona-Schutzverordnung Ingo Nürnberger und vielleicht auch Udo Witthaus zum Bereich der Schule, wo wir auch noch eine Schulmail vorliegen haben, das noch konkreter machen. Aus der Sicht der kommunalen Familie insgesamt, da darf ich für den Städtetag sprechen, befürworten wir es, dass man jetzt auch den Raum für vorsichtige Öffnungsschritte nutzt. Wir sind heute wieder in einer anderen Situation als noch vor zwei Wochen. Sie wissen, vor zwei Wochen waren wir auch im Städtetag sehr vorsichtig und haben gesagt, ja, zwar ist die Inzidenz stabil, aber wir wissen nicht, wie wir mit den Virusmutationen umgehen, was das wieder bedeutet für die Belastung auch im gesundheitlichen Versorgungsbereich. Heute nach zwei Wochen haben wir den Eindruck, wir haben auch die gesundheitliche Versorgung trotz der Virusmutanten im System im Griff. Es gibt zwar eine Belastung, eine hohe Belastung der dort Tätigen, aber wir haben es im Griff. Und gleichzeitig sehen wir, dass sich die Impfaktionen perspektivisch deutlich beschleunigen werden, nicht nur perspektivisch, sondern ab nächster Woche. Wir sehen, dass auch Testkapazitäten auf den Markt gebracht werden, von denen wir vor drei Wochen nicht zu träumen gewagt haben. Und wir sehen deshalb an der Stelle auch bei einer nach wie vor relativ stabilen Inzidenz in den meisten Gebieten die Möglichkeit, vorsichtig Öffnungsschritte zu verfolgen und tragen deshalb diese Melodie der Verabredung zwischen Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer auch mit. Wir haben bei dem Thema Tests allerdings auch ein großes Fragezeichen, weil wir brauchen eigentlich ganz dringend eine Verzahnung von Öffnungsstrategie und Teststrategie. Und die fehlt bisher. Es wird zwar gesagt, es gibt mehr Tests, aber es wird immer noch nicht beschrieben, wann und wie ist eigentlich die Vorlage eines
eines Tests, der ein unauffälliges Ergebnis hat. Voraussetzung dafür, bestimmte Dienstleistungen, Kinobesuch, Museumsbesuch, einkaufen können, in Anspruch nehmen zu können. Das ist immer noch nicht geklärt, die Bedingungen nicht und die Kausalität sind noch nicht hergestellt. Und da sehen wir einen deutlichen Nachsteuerungsbedarf und haben die große Bitte an Bund und Länder, diesen Zusammenhang, diese Verzahnung von Öffnungsstrategie und Teststrategie doch jetzt endlich zu entwickeln. Darüber reden wir jetzt schon seit Wochen und das fehlt leider immer noch. Wir haben aus der Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen die Verabredung zwischen Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und Chefs für Nordrhein-Westfalen konkretisiert und runterbricht. Jetzt konkrete Ergebnisse, die werden gleich nochmal aufgerufen. Ich will auf ein Ergebnis aus meiner Sicht heute besonders eingehen. Das ist der Bereich des Handels, aber auch ergänzt der Bereich des Zugangs zu kulturellen Einrichtungen wie Museen in unserer Stadt. Die Verabredung zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und Regierungschefs hat für Städte, die eine Inzidenz von weniger als 50 aufweisen, zu denen dann ja auch Bielefeld gehört, einen Öffnungsschritt ermöglicht im Einzelhandel, der weitergeht als das, was sich aus der Corona-Schutzverordnung jetzt für alle Städte in Nordrhein-Westfalen ergibt. Nach der Corona-Schutzverordnung, die jetzt gelten soll, dann gilt es für alle Städte gleich, unabhängig von der Inzidenzlage. Kannst einkaufen gehen, musst aber vorher einen Termin in deinem Laden verabreden. Ich sage das jetzt mal etwas salopp und dann gibt es ergänzende Regelungen über die Ladenfläche im Verhältnis zur Kundenzahl. Und natürlich gelten die Abstandsflächen und die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht und so weiter und so weiter. Aber der große Unterschied ist im Grunde Terminshopping oder freies Shopping. Und für die Städte unter 50, also mit einer Inzidenz unter 50, war nach der Verabredung zwischen MPK eigentlich auch möglich, ein Freishopping zu schaffen, ohne Terminvereinbarung. Das ist in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht ausgeschöpft worden. Wir wollen aber für die Stadt Bielefeld einen Ausnahmeantrag stellen an das Gesundheitsministerium in Düsseldorf, weil wir die Auffassung haben, dass bei uns die Situation so ist, dass man das verantworten kann und deshalb dann auch ermöglichen sollte. Was sind die Umstände, die mich zu dieser Einschätzung bringen? Erstens unsere gute Inzidenzlage, jetzt seit vielen Tagen stabil unter 50. Zweitens habe ich aber auch nicht die Sorge, dass wenn wir im Übrigen wie Kreis Paderborn und Kreis Lippe, die auch unter 50 sind, wenn wir die Geschäfte ohne Terminabhängigkeit, ohne Terminabsprache öffnen, das wie ein Magnet wirkt, weiß ich, bis irgendwo anders hin, sondern ich sehe, dass in ganz Nordrhein-Westfalen ja überall die Einzelhandelsgeschäfte geöffnet werden, auch im Kreis Herford, auch im Kreis Gütersloh. Zwar mit Terminvorbehalt, aber sie sind ja trotzdem auf. Und ich setze darauf, dass an der Stelle dann viele Bürgerinnen und Bürger in ihrer Rolle als Kundinnen und Kunden nicht gleich nach Bielefeld fahren, sondern vielleicht ihren Stammhändler in Herford, den sie schon immer besucht haben, wenn sie eine neue Bluse kaufen wollten oder ein neues Paar Schuhe, dass sie den dann eben auch nach vorheriger Terminabsprache aufsuchen. Ich setze auch darauf, dass wenn in Bielefeld mehr möglich wäre, wir nicht mit großen Werbekampagnen dafür sorgen, dass die Leute aus ganz Nordrhein-Westfalen nach Bielefeld kommen, sondern uns darauf beschränken, hier unser ordentliches Geschäft zu machen. Und ich glaube, dass der Moment der richtige ist, in dieser Situation das, was aus der MPK-Verabredung ermöglicht werden sollte, dann auch hier vor Ort in die Tat umzusetzen. Und darum habe ich jetzt gerade schon Kontakt aufgenommen mit dem Max, angekündigt, dass wir einen entsprechenden Ausnahmeantrag stellen werden. Ich habe Kontakt aufgenommen mit Amtskollegen in anderen Städten, die in einer ähnlichen Situation sind, um mich da einmal abzustimmen. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir werden am Montag noch kein Ergebnis haben, sage ich auch deutlich.
Das wird sicherlich 2, 3, 4, 5 Tage hinziehen. Aber wir werden versuchen, in Bielefeld hier der besonderen Lage, die wir erreicht haben, dann auch Rechnung zu tragen, dadurch, dass wir die Öffnungsschritte an dieser Stelle nachjustieren. Das gilt dann nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für kulturelle Einrichtungen wie Museen und andere Geschichten. Auch an der Stelle werden wir dieses Nachjustieren versuchen. Wir brauchen alle, das ist mein Schlusswort jetzt auch schon, wir brauchen alle auch in den kommenden Wochen 3 Dinge: Geduld, Disziplin und bitte auch Zuversicht. Ich mahne alles 3 an, weil ich habe ein bisschen den Eindruck, bei allem 3 ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern wir müssen das auch noch mal weiter anmahnen. Bitte behalten Sie Ihre Geduld und auch Ihre gute Laune. Ich finde auch nicht alles klasse, was läuft. Ich kann mich auch über manches ärgern. Aber trotzdem geht es uns in dieser Krise doch immer noch gut. Und trotzdem haben wir doch auch inzwischen am Ende des Tunnels ein Licht, was wir sehen können. Und trotzdem gibt es doch auch Gründe, jetzt mit Zuversicht in die weitere Distanz zu gehen. Also, das bedeutet aber für alle, wir müssen auch weiter durchhalten, Disziplin zeigen, dürfen nicht nachlässig werden dabei, sonst gehen die Inzidenzen oder andere Werte gleich nach oben und dann verspielen wir das, was wir uns jetzt erarbeitet haben. Also ich glaube, Geduld, Disziplin und Zuversicht, das sind die Tugenden, auf die es jetzt in den kommenden Wochen für alle Bürgerinnen und Bürger ankommt, für die, die in der Entscheidungsverantwortung stehen auch, aber für jeden Einzelnen eben auch, denn davon hängt das Gelingen des gesamten Krisenmanagements ab. Vielen Dank soweit und dann übergebe ich an Ingo Nürnberger. Ja, danke. Liebe Kollegen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir würden jetzt ganz kurz zu bestimmten Fragen der Corona-Schutzverordnung und der Umsetzung in Bielefeld noch kommen. Schlicht und greifend sozusagen nochmal darstellen, was passiert ab Montag absehbar. Dann im zweiten Schritt würde ich noch kurz was zum Thema Impfen und zum Thema Testen sagen. Auch das Thema Testen ist ja, wird ja gerade neu geregelt. Und dann noch ein paar Bemerkungen von uns zum Thema Kita und Schule, weil da tut sich ja auch das eine oder andere. Also ein großes Programm und wir versuchen das so kurz wie möglich zu machen. Und keine Angst, wir gehen nicht im Einzelnen durch die einzelnen Paragraphen und Absätze der Corona-Schutzverordnung. Ich beginne mal mit diesem Thema Corona-Schutzverordnung. Beim Paragraph 3 sind die Maskenpflichten nochmal neu geregelt worden. Auf 2 Seiten, glaube ich. Am Ende kann man das, glaube ich, zuspitzen darauf, immer dort, wo viele Menschen sich treffen, insbesondere im Innenbereich, also in Häusern, in Gebäuden, immer dort ist die medizinische Maske künftig Pflicht. Also ob jetzt im Einzelhandel, ob in Museen, also in all diesen Bereichen, wo man sich eben künftig wieder treffen kann, ist die medizinische Maske verpflichtend. Und ansonsten, wo Maskenpflicht gilt, zum Beispiel eben dann künftig weiterhin in der Bahnhofstraße oder auch in der Hauptstraße in Prag-Wede, da reicht grundsätzlich mal die Alltagsmaske. Das ist, glaube ich, eine gute Richtschnur für die Bürgerinnen und Bürger. Ansonsten sieht man ja mittlerweile ohnehin schon unglaublich viele medizinischen Masken, weil ja die meisten Menschen ja auch nicht ständig wechseln wollen. Aber das ist die Kurzfassung des Paragraph 3. In Paragraph 4 ist nochmal geregelt, dass man tatsächlich nur in einem Bereich bislang einen Test vorweisen muss, um künftig die Dienstleistung in Anspruch nehmen zu können. Und das sind die körpernahen Dienstleistungen. Dort muss man einen Test vorlegen, und zwar einen Test einer Teststelle. Also der beim Aldi gekaufte Test reicht nicht aus. Also man kann da nicht mit seinem Teströhrchen ankommen und dann die Dienstleistung, die körpernahe Dienstleistung in Anspruch nehmen.
Das ist dieser Aspekt, der vielleicht für die Praxis wichtig ist. Dann haben wir bezüglich des Paragraphs 6 über Bibliotheken gesprochen. Und vielleicht darf ich da jetzt schon mal übergeben an Udo Witthaus, dann am besten auch mit rotem Mikro, damit die NW das auch vielleicht kannst du, Udo Witthaus, zu dem ganzen Kulturbereich was sagen, was da in nächster Zeit passiert, in einem Durchgang. Ja, danke Ingo. Ich fange mit den Bibliotheken an. Die waren jetzt ja eine geraume Zeit komplett zu, sozusagen nur abholen und bringen von Medien. Die Bibliotheken werden wieder geöffnet sein. Auch da gilt sozusagen in den Bibliotheken, wie Ingo Nürnberg es eben gesagt hat, jetzt medizinischer Maskenpflicht. Also die Alltagsmaske reicht dort nicht mehr aus. Wir werden in Bielefeld die Situation haben, dass wir die Zentralbibliothek, Schildische, Stiekhorst, Sennestadt und Bragwede voraussichtlich ab Dienstag offen haben. Und dann haben wir noch die ehrenamtlich geführten Dornberg, Kepen und Jöllenbeck, die werden ein bisschen später geöffnet. Da sind Montag dann noch entsprechende Absprachen zu treffen. In den Bibliotheken ist es nicht notwendig, sozusagen einen Termin vorab zu machen. Es gilt aber weiterhin die Hygieneschutzkonzepte, die haben, die Flächenbegrenzung, Höchstpersonenzahlen, die dort ist. Und ich sage mal, das haben wir vorher schon gesagt, die Konzepte sind gut und da gilt für mich weiterhin das Motto Open but safe. Es ist offen und sicher. Das zu den Bibliotheken. Der Oberbürgermeister hat eben die Museen angesprochen. Die sind sozusagen nach der Corona-Schutzverordnung zunächst vorgesehen mit Terminbuchung. Also die Museen sind offen. Die Termine müssen vorher gebucht werden. Und wir haben uns aber verständigt in diesen, ich nenne das mal Antrag, in diese Aushandlung mit dem Gesundheitsminister, neben dem Einzelhandel auch die Bibliotheken aufzunehmen. Wenn man das sozusagen, wenn das Ministerium da mitgeht, dann ist es dann möglich, ich sag mal vielleicht ab Mittwoch, ab Donnerstag, dann auch ohne Termin nicht nur in die Geschäfte, sondern in die Bibliotheken zu kommen. In die Museen. Bibliotheken sind sozusagen terminfrei. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal in die Kulturszene hinein. Auch da gilt, was der Oberbürgermeister für den Einzelhandel gesagt hat, wir glauben nicht, wenn es bei uns ohne Termin geht, dass die Kölner oder Düsseldorfer sozusagen zu uns kommen und ins Museum gehen. Aber selbst dann, wenn sie kommen, gibt es natürlich die Zutrittsbegrenzung, also eine Höchstpersonenzahl, die da ist. Darüber freuen wir uns und dann hoffen wir mal, dass wir überzeugend genug sind, auf der einen Seite in der Begründung, auf der anderen Seite aber die Bielefelderinnen und Bielefelder alles dafür tun, dass wir bei den sehr, sehr guten Inzidenzzahlen bleiben. Zu Sport sage ich dann später was, Ingo, oder? Gleich mit. Vielleicht noch zum Thema Kunst und Kultur, was ja auch wichtig ist, dass die Musik- und Kunstschule mit bis zu 5 SchülerInnen wieder arbeiten kann. Da ist die Öffnung momentan noch unklar, aber daran wird gearbeitet. Auch was den Freizeitbereich angeht, ist wieder das eine oder andere möglich. Das werden wir sicherlich in den nächsten Tagen dann mit den Anbietern dann entwickeln, weil ja im Freien wieder Gruppen von bis zu 20 Kindern möglich ist. Und das ist, glaube ich, auch wirklich eine gute Entwicklung, dass dann dort wieder etwas stattfinden kann, zum Beispiel auch voraussichtlich die offene Kinder- und Jugendarbeit im Freien das ein oder andere anbieten kann. Damit wären wir aber auch tatsächlich, wenn ich einfach die Paragraphen durchgehe, schon beim Sport. Insofern würde ich wieder an dich übergeben und dass du mal, Udo, was zum Sport sagst.
Ja, der Sport folgt im Grunde genommen zwei allgemeinen Regeln, die aufgeweicht worden sind oder gelockert worden sind. Es ist jetzt möglich, mit bis zu 5 Leuten sich sozusagen auf dem Sportplatz zu treffen, aus 2 verschiedenen Haushalten. Immer unter Beachtung sozusagen der Abstandsregeln, heißt 5 Meter Abstand sozusagen vor einer weiteren kleinen Gruppe. Das, was für die Kinder- und Jugendarbeit gilt, also bis zu 20 Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren, die dürfen auch auf den Sportplätzen jetzt Sport treiben und dürfen das auch unter Anleitung machen. Also ein Ausbilder steht da mal. Das bedeutet für Vereine, sie können also für die Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre, bis zu einer Größenordnung von 20 Personen, auch das Training im Freien wieder aufnehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil es da viele Rückfragen auch schon gegeben hat. Wie gesagt, diese 20-Personen-Größe ist genau die, die auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gilt und die ist im Bereich Sport dann abgebildet. Es können auch je nach Sportanlage mehrere Gruppen auf einem Sportplatz sein, aber immer unter Einhaltung. Und da müssen dann die Betreiber und die Anbieter darauf achten, dass diese 5 Meter zwischen den Gruppen einzuhalten sind. So viel zum Bereich Sport. Olderdissen ist noch so ein Thema, das findet sich unter Paragraph 10. Das soll natürlich geöffnet werden wieder, allerdings werden wir hier nicht auf ein Terminbuchungssystem verzichten können. Und deswegen brauchen wir noch ein bisschen, aber ich weiß, dass der Tierpark schon dran ist, das vorzubereiten. Der Paragraph 11 zu Handel, der ist so kompliziert, da würde ich ehrlich gesagt bitten, dass Herr Feldmann das erläutert, am besten auch mit rotem Mikro, damit er verständlich ist. Der hat das vorher gerade im Krisenstab und so wunderbar erklärt, wie diese unglaublich langen Seiten und Paragraphen zu verstehen sind. Insgesamt muss man aber nochmal sagen, das ist jetzt die Regel, die ab Montag gilt, weil der Oberbürgermeister ja schon darauf hingewiesen hat, dass die Intervention beim Max, da nochmal zu einer besseren Regelung zu kommen, sicherlich ein paar Tage auf sich warten lässt. Herr Feldmann. Ja, schönen Dank. Ich glaube, jetzt passt das mit der Akustik. Ja. Schönen Dank, Herr Nürnberger. Vielleicht ein paar kurze Worte dazu. Herr Oberbürgermeister hat schon gerade so im groben Überflug einmal erzählt, die Bedeutung für den Handel für uns in der Gesellschaft ist zweifelsohne der wichtigste Bestandteil für die Öffnungsklausel. Und insofern gibt es jetzt einige differenzierte Betrachtungen dazu, aber die lassen sich vielleicht in einigen groben Zügen zusammenfassen. Zusätzlich zu den bereits offenen Geschäften, die wir ja bisher noch hatten, haben wir jetzt die Blumengeschäfte, Gartenmärkte, Buchhandlungen und Schreibwarengeschäfte, die ab 8. März öffnen. Alle weiteren Geschäfte dürfen ab 8. März für Terminshopping, das ist dieses Click and Meet, so sagt man ja zu Deutsch, öffnen. Eine vorherige Terminbuchung ist dafür notwendig. Die Kundenzahl ist auf eine Person je 40 Quadratmeter begrenzt, der Verkaufsfläche. Vielleicht noch ergänzend dazu, bei den Baumärkten wird es dann sehr kompliziert, aber das lässt sich auch einfach handeln. So wie Baustoffhandel dürfen öffnen für Gewerbetreibende mit Gewerbeschein, Handwerker mit Handwerkerausweis sowie Land- und Forstwirte. Für sämtliche Kunden, sofern es sich um einen räumlich abgegrenzten Bereich handelt, mit eigenem Eingangsbereich, auch für typische Sortimente des Gartenmarktes, das ist das, was wir eben als generelle Öffnung hatten, und für sämtliche Kunden dann auch noch für den Baumarkt, für alle Verkaufsflächen, sofern die gesamte Kundenzahl an Kunden je 40 Quadratmeter nicht übersteigt. Auch da wieder die vorherige Terminvereinbarung. Und dann haben Sie die grundlegende Logik, Terminshopping, vorher einen Termin bitte verabreden und dann können Sie für eine begrenzte Zeit in den jeweiligen Geschäften auch einkaufen. Das wäre es in ganz kurzen Worten zu dem, was dieser komplexe Regelungskatalog da ausmacht. Gut, super. Dankeschön. Ich möchte eine Sache an der Stelle noch ergänzen. Wir haben
ja bislang, solange die Geschäfte zu waren, auf die Verkehrsüberwachung, was die Parkplätze angeht. Wir haben in den letzten Wochen, solange die Geschäfte zu waren, auf die Verkehrsüberwachung verzichtet in der Innenstadt, gehen jetzt aber davon aus, insbesondere wenn sozusagen der Antrag bei Max dann durchkommt, dass ja, Kundinnen und Kunden wieder in die Innenstadt kommen. Das heißt, wir werden ab Montag dann auch die Verkehrsüberwachung wieder vornehmen, insbesondere weil dann die Parkplätze in der Innenstadt, die zum Teil jetzt durch Anwohner und Dauerparker dann auch belegt werden, dann denen zur Verfügung stehen sollen, die hier in Bielefeld einkaufen. Das als ergänzende Information. Das gibt es aber, glaube ich, noch mal oder ist über das Presseamt schon rausgegangen an die Presse. Letzter Satz zur Corona-Schutzverordnung. Dann können Sie, dann machen wir erstmal eine Pause in dem Sinne, dass Sie Fragen stellen können. Der letzte Satz zur Corona-Schutzverordnung ist, dass in Paragraph 19 noch ein wichtiger Satz steht, nämlich, dass das Land selber sagt, wir wollen jetzt 2 Wochen beobachten, wie es weitergeht. Und wenn wir dann weiterhin stabil oder sogar mit einer Verbesserung der Inzidenz zwischen 50 und 100 liegen, dass dann das Land NRW für das gesamte Land eben die Öffnung der Außengastronomie, die Öffnung von Theatern, Konzerten, Opernhäusern und auch Kinos und auch der kontaktfreie Sport im Innenbereich, also das typische Fitnessstudio und des Kontaktsports im Außenbereich prüfen möchte, dass es dann also in 2 Wochen dann eventuell einen weiteren Öffnungsschritt geben soll, aber nur unter einer Voraussetzung, dass sich die Situation mindestens stabilisiert, weiterhin stabilisiert oder sogar verbessert. Aber das zeigt auch, dass auch das Land Zuversicht hat, also von der ja auch der Oberbürgermeister geredet hat. Und es sich einfach für uns alle lohnt, jetzt auch das, was jetzt an neuen Möglichkeiten da ist, dass man das trotzdem eben mit aller Vorsicht und Rücksicht auf andere Menschen und auf sich selber eben wahrnimmt, damit wir auch die nächsten Öffnungsschritte gehen können. Und jetzt, wie gesagt, die angekündigte Fragerunde zu diesem Thema, weil das Thema Testen, Impfen oder auch Schule und Kita ja dann noch ein bisschen davon abgetrennt ist. Deswegen jetzt zur Corona-Schutzverordnung. Haben Sie Fragen an uns? Die Frage ist, ob es auch andere Städte gibt, die so verfahren wollen wie jetzt Bielefeld. Ich habe Kontakt mit mehreren, aber ich kann jetzt nicht sagen, wer auch noch Ausnahmeanträge stellen will. Das wird da noch überlegt. Und Ihr Kontakt mit dem Ministerium war vielversprechend oder haben Sie nicht? Die sind nicht überrascht, haben mir den Hinweis gegeben, dass sie die Sorge haben, wenn in einer Stadt sozusagen lockerer, ohne Terminvereinbarung Einzelhandel ermöglicht wird und drumherum eben nicht, dass es doch eine Magnetwirkung auslöst und dass man dann beschreiben muss, in welchem regionalen Umfeld findet das statt und Hinweise gibt, warum man denn zur Einschätzung kommt, dass das dort nicht geschieht. Und Sie haben auch den Hinweis gegeben, dass Sie es für einfacher halten, in dem Bereich von Kultureinrichtungen sich so etwas vorzustellen, als in dem Bereich von Einzelhandel. Aber das wäre dann in einem Fluss, das wird dann bearbeitet, da werden wir Argumente austauschen und auch gucken, ob es Methoden gibt, mit denen man dieses Risiko, was ja unstreitig besteht, auch eingrenzen kann. Ich habe ja gerade schon Hinweise gegeben, wir haben ja in Bielefeld die Situation räumlich, in Lippe und Paderborn ist es auch unter 50, in Herford und Gütersloh ist es über 50, bei 60 so die Größenordnung, also gar nicht so weit entfernt. Ich hätte die Einschätzung, dass das nicht wie ein Magnet wirkt. Aber man muss es natürlich auch versuchen zu steuern und zu beeinflussen. Also ich wünsche mir nicht, dass die Händler dann jetzt Riesen-Marketing-Geschichten und Radiospots fahren, kommt alle nach Bielefeld, sondern ich würde mir eher wünschen, dass man da ein bisschen Stickum mit umbleibt. Wir öffnen es zunächst mal für die Bielefelderinnen und Bielefelder. Und ja, wir haben die Hand an der Handbremse. Also das muss man auch ganz deutlich sagen, für den Fall, dass sich das ganz anders entwickelt, extensiv entwickelt, muss man es stoppen und muss man auch eingreifen.
Die Einschätzung habe ich auch, aber ich will jetzt erstmal mit Zuversicht daran gehen und nicht gleich wieder die Probleme alle von A bis Z durchhecheln, sondern auch mal die Möglichkeiten in der Situation und in der Lage, in der wir uns befinden, sehen. Und das schulden wir, finde ich, auch dem Einzelhandel, der echt eine Durststrecke hinter sich hat, wo insbesondere inhabergeführte kleine Geschäfte in arge Existenznöte nicht kommen, sondern schon sind. Und auch denen schulde ich an der Stelle, finde ich, die Bemühungen zumindest, hier zu einer Öffnung zu kommen, die, so verstehe ich, die Verabredung zwischen Kanzlerin und Regierungschefin und Regierungschefs dort gesehen wurde. Und dann sollen wir es doch wenigstens versuchen. Wir werden sehen, was uns gelingt. Weitere Fragen. Bitte schön, Herr Manke. Ich vermute, Herr Clausen, dass eine Klientel zu Hause sitzt und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, und das ist die Klientel der Gastronomen. Wir haben über viele Bereiche gesprochen. Die Gastronomen kommen leider nicht vor, und die beklagen sich natürlich seit Wochen, Monaten. Gibt es hier irgendwelche Chancen, Möglichkeiten, Außengastronomie? Wie sieht das aus für die notleidenden Gastronomen? Ja, ich kann diese Sichtweise gut verstehen. Mir selber fehlt mein Stammtisch auch, aber ich weiß eben auch, dass der Stammtisch die Geselligkeit, die Begegnung mit mehreren in guter Laune bei einem schönen Kaltgetränk ist, und genau das ist die Begegnung, in der es ein erhöhtes Übertragungsrisiko gibt. Diese Dienstleistungsangebote werden wir öffnen können, wenn es uns gelingt, eine Teststrategie mit den Öffnungsschritten zu verzahnen. Das ist das, was ich eingangs angesprochen habe. Es reicht nicht aus, einfach nur Testvolumina in den Markt zu stellen, sondern wir brauchen eine Verabredung, wie denn jetzt auch wann ein Test genommen wird, welche Auswirkungen, welche Folge an einem Test geknüpft ist. Wenn ich einen Test mache und den mache ich morgens, um dann in ein Geschäft gehen zu können, kann ich dann abends damit auch ins Restaurant gehen oder muss ich dann schon wieder einen neuen Test machen? Welche Tests sind dafür geeignet? Unter welchen Bedingungen müssen die vorgenommen sein? Reichen da die Eigentests, wo man da vielleicht auch nur laienhaft versucht, etwas hinzukriegen? Oder muss das ein anderer Test sein, der sozusagen als Eintrittskarte für bestimmte Dienstleistungen, Gastronomie, Kino, Kulturveranstaltungen dient? Das sind Dinge, auf die uns die Antworten fehlen, die wir schon lange stellen als Wunsch oder als Anforderung an Bund und Land. Und das kann auch nicht eine Kommune, finde ich, für sich entwickeln, sondern da macht es nun wirklich Sinn, dann ein einheitliches System auf den Weg zu bringen. Das kann nicht in Gütersloh anders laufen als in Bielefeld, sondern da brauchen wir ein einheitliches System. Und da sind Bund und Länder schon länger gefordert. Und jetzt haben wir durch die jetzige Corona-Schutzverordnung noch mal 2 Wochen Zeit, an der Stelle nachzuarbeiten. In den 2 Wochen wird für Gastronomie, wenn ich das richtig verstehe, nichts passieren. Aber dann ist das, die Tür ja immer noch offen. Und in den 2 Wochen hoffe ich sehr, dass die Verzahnung von Teststrategie und Öffnungsschritten dann endlich mal erfolgt. Weitere Fragen zu dem Thema? Dann würde ich nämlich zu den anderen Themen noch kurz kommen. Ich würde jetzt weitermachen mit dem Thema Testen, weil das so wunderbar gerade passt. In der Tat gibt es diese enge Verknüpfung von Öffnungsstrategie und Testen noch nicht, aber es gibt ja die Zusage des Bundes, dass ab 8.3. es für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlose Tests geben soll. Das ist ein sehr ehrgeiziger ein sehr ehrgeiziges Versprechen, vor allem wenn am Freitagnachmittag die Impfverordnung noch nicht vorliegt, die neue. Wir haben jetzt aber heute als Stadt, weil wir als Kommune da eine große Rolle spielen sollen, nach dem Entwurf der Testverordnung und auch nach dem, was wir vom Gesundheitsministerium gestern gehört haben, mündlich, sollen wir als Kommune eine koordinierende und ich würde auch sagen eine gewisse ordnende Funktion haben. Und wir haben natürlich schon in Bielefeld den Ehrgeiz, dass es zumindest am Montag gewisse Angebote gibt. Es gab ja bislang schon gewerbliche Angebote. Und da haben wir heute eben ein Gespräch geführt mit Beteiligung von ApothekenvertreterInnen. Es waren dabei
einige wenige gewerbliche Anbieter, es waren dabei die Hilfsorganisationen, die Stiftung Solidarität, die ja auch schon ein Testzentrum betreibt. Wir werden nach dem Entwurf der Testverordnung, die wie gesagt noch nicht verabschiedet ist, können wir ja als Kommune Testzentren selber betreiben. Das tun wir ja auch am Jagdweg. Und wir können andere Partner beauftragen, zum Beispiel eben die gewerblichen Anbieter, zum Beispiel die Stiftung Solidarität, aber auch Apotheken. Und deswegen haben wir heute, ich habe das dann ein bisschen lakonisch Testgipfel genannt, heute zusammengesessen, also natürlich virtuell nur, und haben, obwohl wir weder Testverordnung haben, noch das zugesagte Infopaket vom Land schon gehabt haben, wo ja auch noch mal ein paar Sachen geregelt gewesen wären, heute schon ein paar Vereinbarungen treffen können. Was da heißt, dass wir jetzt unter den Partnern eine Abfrage machen, ab wann könnt ihr zu den Bedingungen der Testverordnung diese kostenlosen Tests anbieten, zu welchen Öffnungszeiten könnt ihr das machen, macht ihr das als Drive-In mit oder ohne Terminvereinbarung und so weiter und so fort. Da sammeln wir jetzt die Informationen ein von all diesen Partnern, die sich auch, wie gesagt, es ist alles noch in großer Unsicherheit. Es ist überhaupt noch nicht klar, wie das Abrechnungssystem läuft über die Kassenärztliche Vereinigung, also ob die in Vorkasse gehen müssen und so weiter und so fort. Also es ist ganz viel unklar. Und trotzdem haben wir eben Partner, die bereit sind, schon ab dem Wochenende, ab der nächsten Woche Angebote zu machen. Wir sammeln das jetzt ein und werden das im Laufe des Wochenendes auf unsere städtische Website stellen und einfach bekannt geben, welche Angebote wir jetzt erstmal in Bielefeld haben. Was wir auch besprochen haben, insbesondere mit den Hilfsorganisationen, dass die jetzt auch nochmal prüfen, was wir mit mobilen Angeboten zum Beispiel für Schulen machen können. Wir werden da uns sicherlich weiterhin auf die Schulen erstmal konzentrieren müssen, wo es vielleicht auch tatsächlich Infektionsfälle gab, und um dort weiterhin dann eben die Sicherheit zu erhöhen, indem wir dann eben dort Umgebungsuntersuchungen machen wollen. Aber möglicherweise geht das sogar, dieses mobile Angebot, darüber hinaus. Aber auch das müssen die Organisationen jetzt erstmal prüfen. Auch das unter noch unsicheren Rahmenbedingungen. Aber auch da habe ich viel Unterstützung heute schon bekommen. Also eigentlich ist die Botschaft vor allem für Bürgerinnen und Bürger, die ab der nächsten Woche Angebote haben wollen: Guckt am Sonntag mal auf die Website der Stadt und dann wird es wahrscheinlich dort Informationen geben, wo man sich und wann man sich testen lassen kann. Das dazu. Dann könnte ich jetzt noch, oder würde ich noch kurz was sagen zum Thema Impfen. Da hatte ich ja, glaube ich, am Dienstag, ein Pressegespräch gemacht und habe Ihnen ein bisschen was zum Thema Impfen und zu den berechtigten Berufsgruppen berichtet. Wir haben ja am Montag diesen neuen Erlass bekommen zu den impfberechtigten Gruppen, haben dann am Dienstag schon angefangen, die Personengruppen anzusprechen, einzuladen, und das hat auch ganz wunderbar funktioniert, wenn ich mal so auf die Zahlen guck, dass sich halt die angemeldeten Menschen von Mittwoch von 143 Personen aus dem Bereich Berufsgruppen auf 234 erhöht hat, also von 143 auf 234 innerhalb eines Tages, zeigt das, dass erstens offensichtlich die Öffentlichkeitsarbeit gelungen ist und zweitens vor allem die Öffnung der Berufsgruppen ein entscheidender Schritt war, um beim beim Impfen mit AstraZeneca voranzukommen. Alle Kommunen hatten ja das Problem, Abnehmer für AstraZeneca zu finden, und ich glaube nicht, dass zum Schluss, glaube ich, lag das gar nicht mehr so sehr, dass AstraZeneca
einen schlechten Ruf hatte, sondern ich glaube, alle haben verstanden, dass AstraZeneca ein ganz hervorragender Impfstoff ist. Das haben die meisten dann verstanden. Aber die Berufsgruppen waren zu eng definiert. Und mit diesem großen Schritt des neuen Erlasses haben wir wirklich einen Durchbruch, glaube ich, geschafft erstmal. Das sehe ich auch an den Zahlen der Buchungen in der nächsten Woche, dass wir mit Stand gestern schon 1800 gebuchte Termine im Bereich AstraZeneca hatten und dass da über 87% kam auch aus dem Bereich Kinder, Tagesstätten, Grundschulen, aus diesem Bereich. Und das nur in der nächsten Woche. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass auch für die Woche darauf die Buchungssituation ganz hervorragend schon aussieht und wir einfach gut gebucht sind, sodass wir jetzt auch von dem Kontingent, was wir die letzten ein, zwei Wochen nicht abrufen konnten, werden wir jetzt auch sozusagen einen Nachholeffekt haben. Also wir werden bis zu 1800 Dosen, davon war gestern die Rede in der Impfrunde, in unserer Lenkungsgruppe, also wir werden bis zu 1800 Dosen sozusagen nachbestellen aus dem uns zustehenden Kontingent und damit ja noch einmal einen Riesenschritt, von dem auch der Oberbürgermeister schon geredet hat, einfach gehen. Und das freut mich außerordentlich, dass wir da jetzt so gut vorankommen. Gibt es zum Thema Testen und Impfen Fragen, bevor wir noch zu Kita und Schule kommen? Eine Testfrage noch. Es ist ja so, wenn positiv getestet wird, da gibt es offensichtlich auch noch eine sehr große Unsicherheit, was ich dann zu handeln habe. Ich soll mich dann sofort in häusliche Quarantäne begeben, aber wie es dann weitergeht, das scheint irgendwie auch im Prozedere noch nicht so festgelegt oder beziehungsweise wahrscheinlich ruft man dann verzweifelt bei Gesundheitsämtern oder Hausärzten an. Ne? Also, das muss man gar nicht machen. Also im Grundsatz ist es so, wie bislang auch, wer einen positiven Schnelltest hat, muss in Quarantäne. Das muss man ja jetzt schon. Die spannende Frage, da warten wir wirklich noch auf Vorgaben des Landes, die spannende Frage wird sein, ob der sogenannte PCR-Test, der höherwertige Test, dann verpflichtend ist oder eine Option. Max hat bislang gesagt, dass sie versuchen werden, den bestätigenden PCR-Test zur Pflicht machen. Das kann ich auch nur nachdrücklich unterstützen. Die Anbieter sind auf jeden Fall, das ist übrigens auch jetzt schon so, die Anbieter sind immer verpflichtet, den positiven Schnelltest dem Gesundheitsamt zu melden. Und dann beginnt ehrlich gesagt die klassische Maschinerie, nämlich wir rufen den positiv Getesteten an und fragen ihn nach seinen Kontakten. Und wir sind auch deswegen noch an einem bestätigenden Test interessiert, weil wir ihn dann auch screenen können, ob es eine Mutante ist, ob es eine mutierte Virusvariation ist. Und auch deswegen hoffe ich, dass wir mindestens ein Angebot machen können, das steht aber im Entwurf der Testverordnung drin, aber vielleicht sogar den PCR-Test verpflichtend machen können. Also insofern ist das Verfahren relativ klar, nämlich dass erstmal Quarantäne kommt und dann der Anruf des Gesundheitsamts. Dass das für das Gesundheitsamt auch eine Riesenherausforderung ist, weil man muss einfach davon ausgehen, dass wenn deutlichst mehr getestet wird, und das werden wir in der nächsten Woche schon sehen, ist natürlich das Risiko, dass wir mehr auch finden, natürlich hoch. Das ist ja auch der Sinn und Zweck der Sache. Das heißt aber auch, dass die Kontaktnachverfolgung und der Arbeitsaufwand da wieder deutlich zunehmen wird. Aber wir haben ja sowohl organisatorisch wie personell in den letzten Monaten viel dafür getan, dass wir da auch gut zurechtkommen damit. Es
Es geht jetzt um Lehrer, die aus Lippe nach Bielefeld zum Impfen kommen. Ist angesprochen worden. Also rein rechtlich ist es tatsächlich so, dass die Leute nicht wirklich verpflichtet werden können auf einen bestimmten Ort. In dem Fall waren wir halt, glaube ich, sehr schnell. Ich möchte auch ganz offen sagen, dass wir nicht auf den 8.3. gewartet haben. Die Erzieherinnen und Erzieher konnten ja nach dem Erlass sich eigentlich erst ab dem 8.3. anmelden. Da wir aber bekanntlich bei den bisherigen Berufsgruppen ja an die Grenzen, also ambulante Dienste zum Beispiel, an die Grenzen dessen gestoßen sind, was Interesse angeht, beziehungsweise schnelle Anmeldung, haben wir gesagt, wir lassen jetzt die Anmeldung schon ab Mittwoch, eben Mittwoch oder Donnerstag zu. Und deswegen sind die Kalender auch in dieser Woche jetzt einfach schon voll, was gut ist. Und da waren wir schneller als andere und da haben wohl Einzelfälle den Weg zu uns gefunden. Das darf nicht die Regel sein, aber wir werden die jetzt auch nicht rausschmeißen. Und es sind Einzelfälle. Ein Grundsatz gilt für die Berufsgruppen immer das Dienstortprinzip. Dort, wo ich arbeite, soll ich mich auch testen lassen. Und wenn wir merken würden, da kommen uns zu viele Lipper, dann würden wir halt irgendwann mal auf Lippe zugehen und sagen, jetzt gebt uns mal ein paar Dosen ab. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass die dann auch das einsehen würden. Aber momentan haben wir diese Veranlassung noch nicht. Es geht jetzt wirklich nicht um große Zahlen. Wie wird denn wohl das Prozedere sein für die Anmeldung von chronisch Kranken? Was machen die denn eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das ist, da läuft übrigens das Verfahren in dem Sinne sehr gut, dass die Leute jetzt den Weg ins Gesundheitsamt finden mit ihren Anträgen. Viele von den chronisch Kranken gehören aber zu den sogenannten gelisteten Krankheiten, die in den Paragraphen ganz genau aufgelistet sind. Also Diabetes mellitus, bestimmte von Adipositas, Nierenerkrankungen und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die Gleichgestellten und die sogenannten Höchstprioritätsanträge. Und das, also die Menschen melden sich jetzt schon sehr stark. Die mit den gelisteten Krankheiten müssen sich überhaupt nicht bei uns melden. Sie sollen zu ihrem Arzt gehen, sich einen Attest geben lassen und können sich dann ab. So ist die Ankündigung, werden dann wahrscheinlich ab Ende März, Anfang April geimpft werden können. Aller Voraussicht nach, sogar bei ihrem behandelnden Arzt. Das ist momentan der Plan. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber aller Voraussicht nach, und das ist sozusagen der ehrgeizige Plan unseres Ministeriums hier in NRW, sollen diese chronisch Kranken von ihrem behandelnden Arzt geimpft werden. Das ist gut, das entlastet das Impfzentrum und ist deswegen bei erkrankten Menschen auch gut, weil die natürlich dann auch das Vertrauen zu ihrem behandelnden Arzt haben. Also insofern stellt sich möglicherweise das Thema einer zentralen Vergabe von Terminen gar nicht, sondern dann läuft das über den eigenen Arzt. Das ist aber wirklich der Plan. Das ist noch nicht fest. Und da warten wir immer noch auf die genauen Informationen. Und da muss ich leider um Geduld bitten. Und ich weiß, das kann man auch mal so offen sagen, ich weiß, dass die Tatsache, dass jetzt die erkrankten Menschen hinter die Berufsgruppen gerutscht sind, dass das durchaus für Ärger sorgt und auch für Unverständnis. Dass ich zwar vielleicht nicht komplett teile, dass ich aber wirklich sehr gut verstehe, dieses Unverständnis. Vielleicht ist es tatsächlich ein Trost, dass man dann wahrscheinlich relativ einfach zu Terminen bei seinem Arzt kommt. Vielleicht ist das sozusagen, und dass man dann von dem geimpft wird, von dem man auch ansonsten behandelt wird. Vielleicht ist das, ja, wie gesagt, so etwas wie ein Trost für die Menschen, die jetzt noch ein paar Wochen warten müssen. Wir haben schon jede Menge Anträge auf Gleichstellung, also dass jemand eine Krankheit hat, die nicht gelistet ist, aber ähnlich schwer ist. Das sind schon
mittlerweile, glaube ich, deutlich über 100 Anträge bei uns eingegangen. Ein nicht unerheblicher Teil ist auch schon bearbeitet. Die sogenannten Anträge auf Höchstpriorität, dass jemand sehr, sehr, sehr krank ist und im Grunde keinen weiteren Tag warten muss, er kann, die Anträge sind nicht ganz so viele, logischerweise. Da gibt es auch ein paar, aber die sind nicht ganz so zahlreich wie die Anträge auf Gleichstellung. Aber was ich damit sagen will, das Verfahren, das da der Erlassgeber und der Verordnungsgeber vorgesehen hat, das Verfahren ist jetzt angelaufen und auch so angelaufen, dass wir wirklich schon viele Menschen erreichen damit. Gut. Dann noch zum Thema Schule. Da gab es ja jetzt, glaube ich, heute die sogenannte Schulmail, auch mit Veränderungen. Udo Wittas. Ja, in der Tat, es gab heute eine Schulmail, die hat ja Erlassqualität. Zur Schule ist Folgendes zu sagen: An den Grundschulen ändert sich nichts. Da bleibt es dabei, was bisher der Fall ist, dass dort Wechselunterricht ist, und das wird auch, steht in der Mail, bis zu den Osterferien unverändert so fortgeführt. Was sich ändern wird, sind die Regelungen für die weiterführenden Schulen, allerdings nicht ab Montag, jetzt kommenden Montag, sondern erst in einer Woche. Das begrüße ich außerordentlich, weil das war ja auch immer ein Thema bei uns und in den Schulen, dass sehr kurzfristig neue Regelungen eingeführt werden. Das heißt, die weiterführenden Schulen haben jetzt eine Woche Zeit, diesen, in Frankreich würde man diesen großen Rentrée zu organisieren. Es wird nämlich so sein, ab Montag, den 15. März, kehren alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen in der Sekundarstufe 1 sowie der Einführungsstufe der gymnasialen Oberstufe zurück in die Schulen. Auch im Wechselmodell, also wie wir das in den Grundschulen schon kennen, oder auch in den Abschlussklassen. Das bedeutet, die Schulleitungen entscheiden jeweils selber, wie wird das portioniert. Klassischerweise bedeutet das Halbierung der Klassen. Und es gibt eine Festlegung, keine Gruppe oder Teilgruppe soll länger als 5 Tage im Distanzunterricht sein oder umgekehrt formuliert auf Präsenzunterricht verzichten. Es wird in der Sekundarstufe 1 dann so sein, dass konstante Lerngruppen gebildet werden. Diese Cluster sozusagen werden gebildet. Und das heißt eine Durchmischung im Rahmen von ja, äußeren Differenzierungsangeboten, Wahlpflichtbereich oder auch Unterricht der zweiten Fremdsprache soll vermieden werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um das konstant zu halten. Diese Regelung bedeutet dann, dass in der Sek 1 und Sek 2 alle Schülerinnen und Schüler wieder präsent sein werden. Und auch in den Berufskollegs wird es so sein, dass alle Schülerinnen und Schüler dann ab dem 15. März zurückkehren werden und dort auch das Wechselmodell gibt. In den Berufskollegs ist es deutlich komplizierter noch, weil wir da auch duale Ausbildungsgänge haben. Aber das ist die Situation. Ab 15. März werden in Nordrhein-Westfalen alle Schülerinnen und Schüler wieder im Wechselunterricht in den Schulen sein. Was auch gut nachzuvollziehen ist, wir heben einmal die Woche bisher, wie ist die Präsenz in den Primarschulen und in den Sekundarschulen 5., 6. Klasse. Und da sehen wir, dass vor allen Dingen auch der Distanzunterricht im Schulgebäude zugenommen hat. Das sind diese Study Halls, also Kinder, die zu Hause keine Möglichkeit haben, einen Arbeitsplatz zu haben. Die kommen im vermehrten Maße sozusagen und auch dann zusätzlich in den Schulen. Und auch die Notbetreuung, die war am Anfang immer so bei 10%, die sozusagen in den Grundschulen keine Betreuungsmöglichkeit zu Hause haben, die kommen zusätzlich dann in die Schulen und das steigt deutlich an. Also von daher ist es nur konsequent, die Kinder nicht nur aus pädagogischen Gründen, sondern aus pragmatischen Gründen, weil sie sowieso in großen Teilen jetzt in der Schule sind, zurückzuholen. Was positiv ist auch in dieser Woche, es gab eine Information vom Verkehrsministerium, von Herrn Wüst, dass dieses Sonderprogramm für zusätzliche Busse und Bahnen, was bisher zum Oktober, bis Ostern sozusagen befristet war, dass das bis zu den Sommerferien ausgedehnt wird. Und das bedeutet, dass wir auch im Schülerverkehr
eine vergleichsweise entspannte Situation haben, aufgrund sozusagen mehrerer Faktoren. Der Wechselunterricht bedeutet letztendlich, dass, sagen wir roundabout, immer nur 50% der Schülerinnen und Schüler täglich unterwegs sind. Wir haben die Schulzeiten entzerrt und wir haben dann über Ostern hinaus bis zum Sommer diese zusätzlichen Verkehre. Wir werden von daher unmittelbar jetzt einen weiteren Förderantrag stellen, dass mobil sozusagen auch diese Fahrzeuge bis zum Sommer einsetzen kann. Das heißt, sowohl der Zugang als auch Abgang von der Schule ist gut organisiert. Und das ist das, was uns heute mitgeteilt worden ist oder den Schulen mitgeteilt worden ist. Und die Schulen haben nun eine Woche Zeit, in der Sekundarstufe 1 und in den Berufskollegs sich auf diese veränderte Situation noch genauer vorzubereiten, als wir es ohnehin schon getan haben. Letztes Thema, versprochen, Kita. Da gab es jetzt auch Regelungen, Neuregelungen, dass nämlich ab dem 8. März nämlich sich erstmal nichts ändert im Grundsatz, dass der sogenannte eingeschränkte Kita-Betrieb weitergeht. Das heißt, die Kitas dürfen weiterhin die Betreuungszeit um 10 Stunden verringern. Also die 45-Stunden-Verträge zum Beispiel werden dann auf 35 verringert, außer die jeweilige Kita oder der jeweilige Träger kann eine höhere Betreuungszeit ermöglichen. Aber der Grundsatz lautet weiterhin eine verringerte Betreuungszeit. Ich kann Ihnen sagen, dass das für die städtischen Kitas, und das ist auch der einzige Bereich, wo ich es jetzt sagen kann, wir sind ja auch der größte Kita-Träger in Bielefeld, dass wir bei 17 von 43 städtischen Kitas diese Erweiterung der Betreuungszeiten hinkriegen, weil wir genügend Personal haben, um das anbieten zu können und gleichzeitig die Gruppentrennung aufrechtzuerhalten. Und das heißt aber auch, dass wir in 26 Kitas das nicht schaffen, weil wir eben nicht genügend Personal haben, um die Standards aufrechtzuerhalten und die Gruppentrennung aufrechtzuerhalten. Und deswegen werden wir dort zumindest erstmal mit den verringerten Betreuungszeiten arbeiten. Insgesamt, das haben Sie auch schon sicherlich wahrgenommen, ist die Rückkehr in den Kita-Betrieb sehr stark vorangegangen. Also wir haben wirklich mittlerweile eigentlich konsequent immer über 80% der Kinder in den städtischen Kitas und in den Kitas der freien Träger sieht es mindestens genauso aus. Es gibt auch Träger, die noch ein bisschen höhere Prozentsätze haben. So, das zu Kita und Schule. Und jetzt nochmal die Frage, ob Sie dazu Fragen haben. Das ist nicht der Fall, war ja auch wirklich viel Information jetzt. Dann danke ich Ihnen für das große Interesse an den Informationen und wünsche uns allen, dass diese Öffnungen, die wir jetzt haben, uns erstens viel Freude machen und gleichzeitig uns nicht in höhere Inzidenzen treiben, aber den Optimismus und die Zuversicht haben wir. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Schön, dass Sie unser Gast waren bei Facebook oder auf unserem Online-Portal nw.de bei der Pressekonferenz hier im Bielefelder Rathaus zu den Corona-Lockerungen, die uns ab Montag erwarten. Wir werden gleich noch einmal versuchen, ein Gespräch mit unserem Oberbürgermeister Pitt Clausen zu führen, der das Ganze dann vielleicht noch mal für Sie zusammenfassen wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Alles Weitere lesen Sie natürlich morgen auch in gedruckter Form in unserer Printausgabe Neue Westfälische. Wir sind für Sie da. Bleiben Sie gesund. Einen schönen Tag noch. Tschüss.